Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts vom März 2020 haben wir gelernt, dass 2/3 der Deutschen unter Nackenschmerzen leiden. Mehr als 15% von denen leiden auch unter Schmerzen im Wirbelsäulenbereich. Wenn du Schmerzen hast, berührst du die schmerzende Stelle? Das ist vollkommen natürlich. Wenn du Schmerzen hast, berührst du die schmerzende Stelle dann? Das ist vollkommen natürlich. Und Akupunktur kann dabei noch mehr helfen. Der GB21 ist der beste Punkt, um Rücken- und Nackenschmerzen zu lindern. GB21 befindet sich auf der Schulter, 2 Fingerbreit entfernt von der Basis des Halses. Dieser Punkt wird am häufigsten verwendet, um Nackenschmerzen, Steifheit und Schulterverspannungen zu lindern. Das muss mit großer Sorgfalt erfolgen, da an diesem Punkt Wehen verlaufen. Daher sollte diese Selbstbehandlung am besten während der Schwangerschaft vermieden werden. Reibe mit der gegenüberliegenden Hand über deine obere Schulter, um herauszufinden, wo die Spannung am größten ist. Beuge deine Zeige- und Mittelfinger und hake sie am GB21-Punkt ein, um Druck auszuüben. Lass den Haken das Gewicht des Arms tragen. Massiere und halte den Druck 4 bis 5 Sekunden lang. Wiederhole diesen Vorgang bis zu 10 Mal. Wenn du dich für weiteren gesundheitsbezogenen Content interessierst, dann abonniere uns gerne.